Yo, willkommen zurück zu Let's Play Digimon World 2003. Dann wollen wir mal den letzten Black Agumon machen, den wir übrig gelassen haben. Wir sind auch schon da, wo wir hin müssen. Und zwar im Asuka-Server im Schuhberg. Ihr habt da gerade gesehen, ungefähr wo wir sind. Wir müssen da in das untere Loch und dann müssen wir folgende Route einschlagen, um dorthin zu kommen. Das Ganze ist wieder nachkommentiert. Wir gehen einmal südlich, einmal östlich und zweimal nördlich. Das mache ich jetzt gerade onscreen, das könnt ihr einfach da verfolgen. Ich mache das nochmal zur Information, ich mache das nachkommentierend, da das einfach besser dann läuft. Da ich ja öfters die Kämpfe hier, die Kartenkämpfe mache ich manchmal 3-4 Mal am Stück, bis ich eine gute Version habe. Und dann habe ich mir gedacht, schneide ich die guten zusammen, um für euch Zeit zu sparen und kommentiere das einfach nach. Ja, hier ist auch schon das letzte Black Agumon Nummer 5, da haben wir schon dann alle Black Agumons. Und danach werden wir auch noch in diesem Video zwei weitere Nomemon machen und dann im nächsten Part auch die Nomemon beenden. Ja, wir kämpfen natürlich wieder mit unserem Deck Enforcer und ich weiß auch gar nicht, was man jetzt gerade von dem Black Agumon hier kriegen kann wieder mal. Mal wieder. Und unsere Hand ist eigentlich ganz nett. Der Gegner hat... Ach, das ist der. Das ist der mit der schwarzen Energie. Hier entscheide ich mich, glaube ich, dazu, mit Täuschungsmantel eine Karte zu ziehen. Ganz klar, wenn ich schon zwei Täuschungsmäntel habe auf der Hand, dann sollte ich die auch nutzen. Ist ja mal logisch. Erstmal schön was getrunken hier. Und dann geht das wie in jedem Part. Ich trinke immer was. Der Alkoholiker. Nein, Spaß. Das ist ja nur Cola. So. Und ich setz auch den anderen Täuschungsmantel ein, um eine Combo zu bauen. Nehme ich mal an. Ich weiß es gerade nicht mehr. Ist schon ein Weilchen her, seit ich das hier aufgenommen habe. Nee, ich entscheide mich für Imperialdramon, da Imperialdramon, wie schon im letzten Part gesagt, ein Juggernaut ist. Imperialdramon ist eine der geilsten Einzelkarten, finde ich. Also ohne Combo. Ja, da geht's ab, du, da geht's ab. Und er setzt den Chaos-Virus ein und will unseren Imperialdramon zerstören. Und jetzt kommt der Eiskäfer zum Einsatz. Denn mit Eiskäfer können wir ihn davon abhalten, unseren Imperialdramon zu zerstören. Aber er setzt natürlich wieder Eiskäfer ein, um meinen Eiskäfer zu kontern. Und Imperialdramon ist weg. Glücklicherweise haben wir noch ein paar andere gute Karten. Deswegen holen wir uns zwei weitere Angemons aufs Feld, womit wir eine Angemon-Kombo haben. Er ruft Devimon. Ich glaube, dass ich dagegen nichts einsetzen werde. Mache ich auch nicht. Wir haben ja noch die Energie. Ich weiß gerade nicht mehr, wie es heißt. Irgendwas goldene Energie oder goldene Aura. Und dann haben wir auch noch die Kontrollteile, die ziemlich geil sind. Da booste ich mich jetzt erstmal. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt noch Kontrollteile benutze. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass mir schon klar ist, dass ich die Runde gewinne, da mein Gegner keine Handkarten mehr hat und so keine Chancen mehr hat, irgendwas noch zu verändern. Und wir viel, viel stärker sind mit unserer Angemon-Kombo als er. Nächster Satz, nächstes Glück. Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. So. Dummer Spruch. Und er setzt dieses braune irgendwas ein, diesen Klumpen Kacke da auf der Karte, keine Ahnung, der bringt überhaupt nichts da, wer kein braunes Monster haben. Und ich entscheide mich mit der Digimon-Ladung, einen Digimon aus dem Deck zu ziehen. Eigentlich eine ziemlich geile Karte, wenn man so sieht. Und natürlich versuche ich weiterhin eine Angemon-Kombo aufrechtzuerhalten. Ich habe jetzt die Angemon-Rufen und die Angemon-Karte, womit ich dann halt eine Angemon-Kombo habe. Aber ich glaube, das war es noch nicht. Ich glaube, da hole ich mir noch was mit Täuschungsmantel. Da kann ich noch jemanden täuschen. Ich weiß zwar nicht wen, aber irgendeinen täusche ich noch. Da gucke ich mir, glaube ich, die Karten durch und entscheide dann, nochmal Angemon rufen zu holen, glaube ich. Ach nein, Eiskäfer zur Sicherheit. Denn ihr wisst ja selber, ein Eiskäfer, das ist immer gut zum Kontern. Da setzt der Ladeterminal ein, den breche ich natürlich nicht ab, denn ich weiß ja nicht, ob er noch irgendeine andere gute Karte bereits auf der Hand hat, die er dann einsetzen wird. Und da kommt noch ein Ladeterminal, ich glaube, den passe ich auch, ja. Und dann hat er jetzt schon eine ordentliche Hand, muss man schon sagen, aber... Ja, da kommt seine Antikraft, der wirklich, das ist jetzt wirklich ein Kackhaufen auf der Karte. Das ist ja bei Digimon nichts Unübliches, muss man dazu sagen. Ja, und er blockt, blockt und blockt. Aber im Prinzip ist es ja egal, weil ich wusste zwar nicht, was das macht, aber es haut mir meine Energie runter. Das Lustige daran ist ja, dass wir Angemon rufen können durch Angemon rufen, egal ob ich null Energie habe oder nicht. Das heißt, gegen dieses Deck die beste Strategie, die ihr haben könnt, ist
Monsterbeschwörungen ohne wirklich Points zu brauchen, also ohne Energie zu benötigen, ohne Kraft zu benötigen. Und da suche ich mir nochmal Angemon-Dings hier, Angemon-Rufen raus, weil ich genau weiß, dass ich es brauchen werde. Er setzt die schwarze Energie ein, er pumpt sich auf mit schwarzer Energie hier auf in dem Moment. Normalerweise sollte er doch braune Monster dabei haben, da braucht er doch keine Energie. Also wenn ich er wäre, dann würde ich die Karte mit braunen Monstern spielen. Ich habe vielleicht auch mal Bock, ein braunes Deck zu machen. Was sagt ihr denn dazu? So ein rechtsradikales. Nein, Spaß. Aber ein braunes Deck, da hätte ich Bock drauf. Vielleicht baue ich noch ein paar Decks, wenn ihr das sehen wollt und so. Dann kann ich mal ein paar Spielchen machen. So, ne, das ist ja an sich das Geilste hier, muss ich schon sagen. In Digimon World 2003, das Geilste ist Karten spielen. Ne? Das ist einfach so. Karten spielen. Karten spellen. Wie unsere Freunde aus den Niederlanden jetzt sagen würden. Und da haben wir ihn besiegt. Da haben wir ein Haus hoch besiegt. Hochhaus haben wir besiegt. Nicht die Twin Towers, aber eins immerhin. Und wir haben Antikraft gekriegt. Und dann gehen wir auch direkt in den nächsten, sag ich mal, in das nächste Kartengedöns über. Wo ich gerade war, ihr könnt zwar pausieren und selber gucken, aber ich war gerade am Askafrostberg für das erste Nomemon. Dann muss man einmal runtergehen, dann einmal Nordwest, also einmal südlich, einmal Nordwest und zweimal nördlich. Ihr seht das jetzt gleich selber onscreen. Und dann kommen wir zum ersten Nomemon. Es gibt 5 Stück wieder davon, so wie auch bei den schwarzen Agumon. Und eine Sache muss ich dazu sagen. Diese ganzen Random Battles gehen mir auf den Eumel. Da regt mich auf. Was soll das? Alle 2 Meter kommt irgendein Trimogemon, der mir irgendwie ein Loch in den Kopf bohren will. Was ist denn hier los, meine Güte? Hier, ein Nomemon, das erste Nomemon. Und das erste Nomemon hat, glaube ich, Rosemon 2. Und das letzte, welches erst im nächsten Part kommt, hat Creepymon. Was meiner Meinung nach die beste Karte ist in diesem Kartenspiel, also ein Monster. Ja, da geht ab, ey. Hier, meine Hand ist voll gut und so, ne? Da kann ich einen Digimon rufen. Und mit Digimon-Ladung kann ich eins auf die Hand nehmen. Da überlege ich da gerade, was soll ich denn nehmen? Ich lasse das erstmal. Mit seiner weißen Energie, weiße Kraft. Was bist du denn für einer, Alter? Kuckucksklan oder was? Kluckucksklan oder wie die heißen? Die KKK. Weiße Kraft, ey, du Rechtsradikaler. Nein, Spaß. Und da geht's ab. Da geht's ab. Ich suche mir eine Karte raus. Ich suche mir den Paildramon 2 raus. Meiner Meinung nach das beste Ultra-Digimon, welches es gibt in diesem Kartenspiel. Weil weiß und weil weiße Kombo und ja, ihr wisst, was ich meine und so. Ne, das ist ja klar. Das ist sonnenklar, was ich meine. Sammelphase. Sammel mal was. Da kriegst du jetzt ein... Da überlege ich, ob ich den einsetzen soll, den Teddybär, der bringt ja gar nichts, ne? Da rufe ich einfach mal ein paar Angemons an. Was ist das denn hier? Du kommst mit irgendeiner komischen Karte an. Glaubst, das bringt was für dich, oder wie? So, dann haben wir hier eine Vierer-Kombo, muss ich auch sagen, ist ziemlich episch, da wir dann 99 Attack haben und 99 AP, also AP und HP jeweils 99. Attack Points und Hit Points wahrscheinlich, oder so. Ja, und ich glaube, dann lasse ich das erstmal. Dann kommt er mit Programmladen in der letzten Sekunde noch und zieht sich irgendeine fette Programmkarte auf die Hand. Wahrscheinlich ist das jetzt nochmal seine weiße Kraft, oh, oder Patamon rufen. Überpowered. Da kann er sich ein Monster auf die Hand ziehen mit 1-4. Das ist ja... Oh mein Gott. Und da kommt die Karte, die ziemlich cool ist, aufpäppeln. Da holt er sich sein Wagreymon auf das Feld. Und da sieht es schon ein bisschen kritisch aus, weil er mehr Attack hat als ich. Und da denkt man sich schon so, oh, 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 da kommt bestimmt noch eine Runde, das schafft er nicht. Aber ich glaube, dass ich ganz knapp gewonnen habe. Ich glaube das wirklich, ja. Ich habe gewonnen, das ist wie gewonnen, so zerronnen. Weg damit. Und erste Runde geht an uns. Erste Runde geht an uns. Kalumon. Und wir ziehen es natürlich nicht. Ich rede viel zu schnell, ich weiß. Leute, sagt's mal, wenn ich zu schnell rede. Sagt's mir. Weiße Energie. Oder weiße Kraft oder so. Ja. Und ich bin ganz ehrlich, ich finde wirklich, dass das Digimon World 2003 Kartenspiel, das neben Yu-Gi-Oh! Das beste Competitive-Kartenspiel aller Zeiten wäre. Ich würde wirklich gern so ein Kartenspiel in Real Life haben. Ich könnte das sogar selber machen, dieses Kartenspiel. Das ist für mich kein Problem. Ich bin schon darin geübt.
realistische Brettspiele zu bauen. Also ich habe ein Brettspiel gebaut, zusammen mit der Nami. Das sieht originalgetreu aus wie ein echtes Brettspiel, sogar besser. Und Karten ist auch gar kein Problem, kann ich mittlerweile auch selber machen. Design kann ich das Zeug sowieso am Computer. Theoretisch könnte ich so ein Kartenspiel machen, wenn da nicht ein Problem wäre. Da gibt's ja Copyrights drauf, von Namco Bandai. Und die sind so doof, um sowas selber zu machen. Weil die nicht begreifen, wie gut das, was das alles reißen würde, ja. Das wollen die nicht. Die wollen das, ja, lassen lieber ihr komisches Digimon-Spiel da, das, dieses Digimon-Kartenspiel, das Richtige ist ja voll kacke. Im Vergleich zu dem hier. Das ist nämlich so der Trick. Es soll komplex sein und trotzdem simpel. Das ist das, was Leute zieht, denn es gibt ja nicht nur Competitive-Spieler. Es gibt auch Leute, die es nur aus Spaß spielen. Und wenn ein Spiel zu kompliziert ist, so wie das Digimon-Kartenspiel, dann sorgt das dafür, dass immer weniger Leute Interesse daran haben, das zu spielen. Schluck auf, mal wieder. Und wir haben eine Angemon-Kombo, aber unser Gegner auch. Wir stoppen das Ganze mit Eiskäfer, weil ich an der Stelle einfach entschieden habe, das ist nicht so gut, wenn der eine Angemon-Kombo kriegt. Aber er stoppt natürlich unseren Eiskäfer mit seinem Eiskäfer. Leute, 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 Leute. Und dann entscheide ich mich, glaube ich, dazu, das so zu passen. Die Runde. Die Runde, die Kugelrunde, da besiegen wir ihn. Er hat nur noch 3 HP und wir haben mit 17 HP mehr HP als er und gewinnen deswegen die Runde. Und wir gewinnen. Wir kriegen immer so eine Rare Booster, die sind eigentlich kacke, finde ich. Also, was kriegen wir? Rosemond 2. Und dann gehen wir auch direkt über zum nächsten Battle. Zum letzten hier in diesem Part. Dazu gehen wir nach Amateras Plug Cap. Oder Cup. Ihr seht das ja selber, wo ich da oben auf der Klippe oben in das Loch gegangen bin. Wir gehen hier einmal nach Norden, dann Südwesten und Nordwesten. Das seht ihr jetzt auch gleich onscreen. Und holen uns für diesen Part die letzte Epic Card ab. Das sind echt die epischen Karten, so heißen die sozusagen. Und das ist das zweite Nomemon. Das kommen noch 3 weitere Nomemon, die passen direkt in den nächsten Part. Ist alles schon nachkommentiert, aufgenommen, was auch immer. Und ja, das kriegt ihr dann wahrscheinlich übermorgen, denke ich mal. Also wenn dieser Part online ist, wenn es noch immer so ist, wie ich es ursprünglich geplant habe, dann kriegt ihr das übermorgen. Da ist der Kampf gegen das zweite Nomemon mit einer epischen Karte. Meeresfeen. Ich meine, dass dieses Nomemon hat Marine Angemon, eine ziemlich geile Karte, einen coolen Effekt. Und natürlich deswegen auch blaue Kraft, denn Marine Angemon ist ein Wasserviech und man kann eigentlich mit Marine Angemon ziemlich cooles Wasserdeck bauen. Mir fällt jetzt spontan jetzt schon einiges dazu ein, was man noch da reinbauen könnte in ein Deck mit Marine Angemon. Ja. Naja, auf jeden Fall ist der Gegner hier voll am Durchziehen und dann überlege ich mir so, was machst du denn, ey, was machst du denn? Da mache ich hier eine coole Kombo und zwar darf ich mir jetzt eine Karte aus dem Deck suchen. Das ist ja so eine Filler-Karte sozusagen bei mir im Moment. Und ich entscheide mich, glaube ich, für Imperialdramon. Yep. Nein, Paildramon. Ich entscheide mich für Paildramon. Ich wiederhole mich, ich entscheide mich für Paildramon. Ich muss eine Karte ablegen und ich lege die andere rote ab, die ja normalerweise sonst auch eine zu abzulegen gebraucht hätte. Und dann wird Täuschungsmantel durchgezogen. Dann kann man den Täuschungsmantel, können wir unseren Gegner täuschen. Ein Täuschungsversuch, ja. Das ist eigentlich nicht erlaubt in Deutschland, aber das ist ja hier die Digi-Welt, ja. Das ist ja was ganz anderes. Da kann ich ja so viele Leute täuschen, wie ich das will. Mit einem anderen Täuschungsmantel holen wir uns, glaube ich, eine Programmkarte, meine ich. Entweder Eiskäfer oder Kontrollteile. Sag ich doch Eiskäfer. Einfach zur Sicherheit. Ich meine, meistens wird Eiskäfer eh gekontert von einem weiteren Eiskäfer. Aber was willst du machen? Das geht ja auch nicht anders. Da kannst du nichts gegen machen. Ja. Und da ist er zahlenmäßig uns eindeutig überlegen. Mit seinem Platin-Sukamon ist das, glaube ich. Oder Platin-Nomemon, keine Ahnung. Aber wir haben ja noch was anderes. Wir haben ja noch unsere Angemons. Und das ist ja eine Paildramon-Kombo, die wir da haben. Und ich entscheide mich, glaube ich, dazu, das andere Angemon-Rufen ebenfalls einzusetzen und dann halt einen von meinen Angemons quasi wegzuwerfen. Dafür eine doppelte Kombo zu haben. Das ist quasi ein Angeception. Ja, und dann habe ich hier eine doppelte Kombo, meine ich.
Ja, ich habe eine doppelte Combo und habe extrem viel Attack und extrem viel HP. Und natürlich hat er mit seinen drei Numemon keine Chance gegen mich. Das heißt, wir gehen in Runde Nummer 2. Der nächste Satz. Ein Satz mit Katz, ich hau dir in deine Fratz. Was auch immer das ist oder sein soll. Okay, und ich weiß gar nicht mehr, was hier meine Strategie war. Ich weiß, dass ich eine Angemon-Kombo machen kann. Ich hole mir eine Programmkarte. Das ist immer gut. Wahrscheinlich hole ich mir nochmal Angemon rufen oder so, oder? Oder ich hole mir Käfer. Eiskäfer, Kontrollteile oder Angemon rufen. Da überlege ich wahrscheinlich so, was soll ich holen? Und dann entscheide ich mich doch für Angemon rufen, da wir dann dadurch eine, glaube ich, fünf Angemons auf dem Feld haben. Wir besitzen einen Eiskäfer auf der Hand und ein Kontrollteile, was bedeutet, dass wir für nahezu alle Situationen gewappnet sind. Und da ist es. Marine Angemon. Da ist es. Und er will eine Programmkarte ziehen und ich stoppe seine Programmkarte. Das ist hat einen Grund, warum ich das mache. Wenn ich frühzeitig einen Eiskäfer von ihm loswerde, dann kann ich nämlich wahllos Dings setzen, meine Kontrollteile, um seinen Marine Angemon vom Feld zu ziehen. Und er stoppt es trotzdem mit seinem Eiskäfer. Anscheinend. Ja, er stoppt es trotzdem mit seinem Eiskäfer, aber ich habe es versucht. Hätte er jetzt keinen weiteren Eiskäfer gehabt, so hätte ich seinen einzigsten Eiskäfer von der Hand gejagt quasi und alles geebnet, um seinen Marine Angemon vom Feld zu ziehen. Aber es hat nicht geklappt. Stattdessen haben wir eine Armee von Angemons angeführt von einem Angewomon und er hat nur ein paar läppische, braune, komische Numemon mit einem Marine Angemon. Haben gar keine Chance gegen meine Bruderschaft. Bruderschaft der Angemons. Ja, und da kriegen wir eine Combo und in your face rein. Ja, Leute, und dann habe ich da den Kampf gleich gewonnen. Und dann war es das auch schon für diese Episode. Wieder keine Zuschauerfrage in dieser Episode. Dann würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus verloren. Marine Angemon haben wir bekommen. Das war es von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.